Ja, ich habe erstmal Fachabitur gemacht Richtung Elektrotechnik, habe dann festgestellt, dass Elektrotechnik nicht so mein Fall ist. Habe dann eher festgestellt, dass Metallbereich eher mein Ding ist. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe mich dann hier beworben, dann habe ich eine Einladung gekriegt, hatte ich ein Gespräch geführt, dann haben wir einen Rundgang gemacht im Betrieb, ja, und das hat mich eigentlich angesprochen. Wurde dann auch angenommen, habe dann eine Lehre zu Industriemechaniker begonnen. Das war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, hier in einem Familienunternehmen die Ausbildung zu machen, weil der persönliche Kontakt, der zählt einfach hier. Das merkt man auch zwischen den Mitarbeitern. Ja, und dieses Du wird hier quasi auch gelebt, sage ich mal. Ne? Ist auch mit zwischen Vorgesetzten, man ist per Du, nicht per Sie. Und dann hatte ich Möglichkeit gehabt, einen Festvertrag hier zu bekommen, habe den auch angenommen. Ja, und jetzt seit 2014 bin ich Schichtmeister, habe meine eigene Schicht. Das heißt, man muss als Schichtmeister auch zusehen, dass man die Mitarbeiter immer am Ball hat. Das heißt, mit Anlernen auch das Vertrauen schenken einem. Macht mir auch viel Spaß. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, nee, lass die machen. Das gehört zu meiner Aufgabe auch zu kontrollieren, dass die Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt wird. Mich begeistert die Arbeit mit dem flüssigen Stahl. Was begeistert dich?